habe ich wieder so ein tolles Modell. Das besteht jetzt aus 3 Achter. Und 2 Vierer. Die haben wir Z genannt. Und ich möchte das Modell aber nicht einmal haben, sondern ich möchte es gleich dreimal haben. Das heißt, ich mache es zuerst einmal und dann das Ganze aber dreimal. Und wenn ich wissen will, wie viele Bausteine brauche ich denn da dafür, dann tue ich beim Multiplizieren von einem Binom mit einem Monom jeden Teil vom Binom mit dem Monom multiplizieren. Das heißt, 3s mal 3, die Zahlen kann ich ja miteinander multiplizieren. Dann ist das 3 mal 3 ist 9s plus 3 mal 2 ist 6z. Wenn ich da jetzt die Probe mache, dann könnt ihr sagen, wie viel habe ich denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 von die 8er. Das steht da. 1, 2, 3, 4, 5, 6 von die 4er. Das steht da.